Hallo, ich bin Alisha, ich bin 26 Jahre alt und arbeite hauptberuflich als Videogirl. Falls du Hip-Hop liebst, kennst du meinen Booty sicherlich aus einigen Hip-Hop-Musikvideos. Diese ganzen Rapper, die sind ja nicht alle so selbstbewusst, wie sie tun vor der Kamera. Das Frauenbild, das in Hip-Hop suggeriert wird, ich finde es erbärmlich. Man könnte mich kennen von Schwester Eva, UFO, 187, Juju, King Orgasmus. Ja, es sind einige zusammengekommen. Ich habe so eine Liste. Es sind insgesamt 80. Ein Videogirl ist ein Mädchen, was hauptberuflich für Hip-Hop-Musikvideos gebucht wird. Heute mache ich ein Promo-Video, das heißt halt einfach, als Videogirl musst du regelmäßig oder solltest du regelmäßig nicht nur Fotos, sondern auch Tanzvideos hochladen, damit die Leute halt dann sehen, ne, die kann wirklich tanzen. Ich würde sagen, man verkauft eine Fantasie, also man verkauft eine Fantasie für die Männer, dass die Rapper halt in ihren Musikvideos, in ihren Hip-Hop-Musikvideos suggerieren können, wie bewundert sie werden von den Frauen. Es ist schon von Vorteil, wenn man exhibitionistisch veranlagt ist wie ich, dass man sich gerne zeigt, wenn man so einen Job wählt. Was ich heute anziehe, na, das habe ich ja drunter. Ja, was ist das? Und soll ich so ausziehen einfach, oder? Also Videogirl ist einfach quasi für mich meine Leidenschaft zum Beruf zu machen. Ich habe Hip-Hop immer geliebt, ich wollte immer so geil tanzen können wie die Mädchen in den Musikvideos und es ist so passiert, deswegen bin ich sehr dankbar. Pole Dance, Twerken, alles ist, verbindet sich alles. So die Musik, die kreativen Menschen, dann das Tanzen, dann die Bezahlung und ja, es ist geiler. Es ist kreativ, es macht Spaß, es ist abwechslungsreich. Und es reizt mich natürlich mehr als diese 0815 Drops. Der verrückteste Dreh bleibt immer noch der Dreh mit 187. Ich kam hin, total nüchtern. Und sie hatten halt ihr kleines Statussymbol, so ein ganz kleines Krokodil dabei. Ich habe getanzt, der eine Rapper hat das Tier hochgehalten, in der Nähe von mir. Ich habe ihm vertraut und dachte, okay, wird sicher nichts passieren. Da habe ich nur gemerkt, schnapp, hat mich umgedreht und das Tier sanft zur Seite gedrückt. Mein Hirn hat erstmal geblutet. Ich habe den Dreh professionell durchgezogen, dennoch hat das Team mir tierisch leid getan und mein Hintern auch. Also das Frauenbild, was aktuell im Rap-Geschäft suggeriert wird, finde ich erbärmlich, weil wir halt einfach mittlerweile meiner Meinung nach in einer Generation sind, wo wir Frauen uns das Gleiche rausnehmen könnten wie Männer. Tun wir aber nicht. Da sind Frauen für die Emanzipation gestorben und trotzdem kriegen wir es irgendwie nicht hin. Und das finde ich verdammt traurig. Wie viele weibliche Rapperinnen gibt es denn, die wirklich krass sind? Habe ich schon mal irgendwo eine Rapperin gesehen, die sagt, ey, ich nehme hier 20 Typen, die rasten aus und ich bin der King. Eine Masse, würde der alle würden durchdrehen. So, und das finde ich halt traurig, dass wir halt nicht gleichberechtigt sind. Also die wenigsten Frauen sagen, ey, du zu einem Rapper, der millionenschwer ist, so du, ich kriege trotzdem Geld, ich will Respekt haben. Das machen die meisten Frauen halt einfach nicht. Und Hip-Hop ist für alle und nicht, dass der Mann ganz oben steht und die Frau da die Reste abkriegt. Wenn mehr Frauen so denken würden wie ich oder ein wenig emanzipierter wären, dann würden wir bessere Gagen raushandeln können. Es würde nicht so eine Feindseligkeit da drin herrschen. Frauen hätten eine andere Position in dem Rap-Game. Aber wenn wir immer noch gegeneinander arbeiten, dann geht die ganze Nummer nicht auf. Und das finde ich halt so traurig daran. War eigentlich ein bisschen wie uns gegenseitig pushen und dann sagen, ey, guck mal, jetzt machen wir die Männer fertig. Und ich wurde ins kalte Wasser reingeworfen mit, weiß nicht, scheiß Hotelzimmer, unfreundlichen Menschen und ich musste selber lernen, halt auf mich aufzupassen. Easy, tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Easy, tamam, tamam. Ja, also ich lebe meinen Feminismus in dem Sinne aus, dass ich einfach zeigen kann, was ich habe, ich meinen Körper einfach liebe und ich entscheide, was gezeigt wird, wie ich gezeigt werde und nicht der Mann. Das ist ja auch eine Art von Freiheit. Der Mann bestimmt es ja nicht. Wenn ich nicht möchte, dass er mir am Arsch fest oder wenn mir die Szene gerade irgendwie nicht gefällt, dann mache ich das auch nicht. Deswegen finde ich, dass Feminismus doch eine große Rolle da spielt. Klar, es gibt Rapper, die sagen, ey gut, da habe ich Respekt vor, finde ich cool, wie du denkst. Und andere sagen, du, ich nehme da lieber die Alte, die macht, was ich will und später noch eine Extra-Runde startet, sage ich mal so.
ich bin irgendwie Prolet und Poet in einem. Also ich mag dieses Gangster, dieses Laute, Aggressive, aber ich mag auch das Gefühlsduselige und Schöne und Poesie und Bücher. Also ich habe zwei Extreme in mir, wenn man es so nennen kann. Ich neige genetisch zu Depressionen. Und ich habe schon mal gelesen, dass Leute, also Depressionen haben, die besser schöner schreiben. Und mir ist es irgendwie auch aufgefallen, dass ich irgendwie einen Text hingehauen habe, der halt echt sehr schön und sehr deep war. So. Wo ich mir dann halt dachte, ja, wieso nicht? Wieso schreibst du halt sowas nicht öfter? Es befreit dich halt irgendwie so. Oscar Wilde hat zum Beispiel mal gesagt, alle anziehenden Menschen sind immer im Kern verdorben. Darin liegt das Geheimnis ihrer magischen Kraft. Und auch wenn man sich wünscht, tugendhaft zu bleiben, so stellt man eines Tages fest, dass die wirklich glücklichen Augenblicke jene gewesen sind, die man der Sünde gewidmet hat. Also als Videograf ist es wichtig, mit Menschen gut umgehen zu können und sie lesen zu können, also ihre Körpersprache richtig zu deuten, damit du halt weißt, wie du mit ihnen umzugehen hast. Weil du musst mit Männern verhandeln, du musst mit dominanten Männern verhandeln. Da funktioniert die Ich bin die sexy Hexi Nummer nicht. Da musst du geradeaus sein, direkt. Um als Videogirl erfolgreich zu arbeiten, brauchst du Selbstbewusstsein. Nicht nur ein bisschen, sondern du musst wirklich von dir, das hört sich vielleicht ein bisschen doof an, aber vor dir selbst eingenommen sein. Weil es kommen sehr viele Leute, die werden daran versuchen zu rütteln. Und das darf ja nicht passieren, du musst ja mal bei dir bleiben. Und tanzen solltest du können. Also nicht nur ein bisschen posen, sondern gut tanzen wäre vom Vorteil. Und natürlich eine gewisse Optik solltest du als Videogirl mitbringen. Ich finde, wenn man an Hip-Hop denkt, da haben wir doch alle ein gewisses Bild von Frauen. Also großer Hintern, meistens lange Haare, halt eher so Sexbomben, nicht so natürlich. Kleine Frauen, rassige Frauen, Latina, Schwarze. Baby, baby. Oh mein Gott, wie ich wieder aussehe. Ich mach die Straße zu einem Laufsteg. Gerade im Musikbusiness, besonders Hip-Hop, ist ein sehr krasser Konkurrenzkampf. Frauen erzählen gegenseitig schlecht Sachen über sich, um den Job zu kriegen. Die eine schlägt mit dem Rapper, damit sie da einen Vorteil hat. Also habe ich alles schon mehrfach miterlebt. Und klar, Intrigen sind da sehr, sehr normal. Es ist ganz normal, dass nach Videodrehs es eine After-Hour gibt, wo dann die Rapper ein paar Mädchen haben, mit denen sie dann schlafen. Also es ist nichts Normaleres als das in der Rap-Szene. Ich bin halt nicht da. Ich bin nicht dann. Ich mache mein Video und hau dann ab. Aber klar, es passiert immer. Ich hab Baguette in meinem Umschlag. Aus 50 mache ich 100. Verdoppel meinen Umsatz. Diese ganzen Rapper, die sind ja nicht alle so extrem selbstbewusst, wie sie tun vor der Kamera. Also die sind oft eingeschüchtert von einem. Hören dann auf zu rappen, fangen an zu zittern und so. Also was ihr da vor der Kamera seht, ist nicht wirklich die Realität. Und du als Frau sagst, ey, entspann dich mal ein bisschen. So, wir sind ein Team. Wir machen jetzt ein gutes Ding draus. Also die Königskobra habe ich mit studieren lassen, weil im Christentum die Schlange als der Teufel gilt. Und abgesehen davon ist die Schlange ein sehr spirituelles Symbol. Das heißt, in vielen Kulturen wird sie verehrt oder verpönt. Ich nehme es gerne als Metapher für mich. Entweder du feierst mich für das, was ich bin, oder du hasst mich. Es gibt kein Mittelweg. Es gab schon mal Phasen, die nicht so positiv liefen. Gerade wenn du selbstständig bist, dauert es erstmal eine Weile, bis du im Musikbusiness erfolgreich bist. Aber ich habe mir nie gedacht, ach, scheiße, wärst du mal mit dem Typen ins Bett gegangen, hättest du einen Job. Ich habe immer gedacht, ey, krass, du bist lieber broke, aber hast deinen Respekt noch, deinen Selbstrespekt noch. So denke ich. Weil wenn ich 40 bin, werde ich nicht da sitzen und denken, ey, du hast deine Seele verkauft für so eine Sache, sondern wir denken, du bist immer ich. Ich bin immer mir selber treu geblieben und das ist das Wertvollste. Es ist schwerer für Männer mit geringem Selbstwertgefühl, so eine Frau zu haben, die so einen Beruf hat wie ich. Ja, so, das sage ich, denke ich mal. Aber ansonsten, es kommt halt wirklich auf den Mann an. Die meisten Männer wollen halt, wenn sie ehrlich sind, bin ich der Meinung, eine Frau haben, die nicht so selbstsicher ist, sondern eher eine Frau, die du ein bisschen richten kannst, in die richtige Richtung pushen kannst, die keinen Widerstand leistet. Es ist leichter zu formen. So, sie sagen zwar alle, oh, eine selbstbewusste Frau würde ich ja gerne haben. Aber wenn sie dann selbstbewusster ist als sie selber, haben sie keinen Bock drauf. Ich hab keinen Plan.
Nee, niemals. Ich würde niemals einen Bürojob oder irgendeinen normalen Job annehmen, wenn dann besser bezahlt würde. Nein, auch nicht. Klar, man sagt jetzt nur Musikvideos und ich tanze und wackel mit meinem Arsch, aber ich rede auch mit vielen Leuten. Ich rede mit kreativen Leuten, die geben mir andere Perspektiven. Es wird halt unterschätzt, kommt halt immer drauf an, wie du es siehst, was für ein Mensch du bist und was du daraus machst. Du rufst an, doch mein Handy auf lautlos. Neuer Ring, neue Uhr, neue Autos. Zu viel Geld weg, ich muss wieder raus. Yo, wir sind die O-Bros, das ist der Alex, ich bin der Maxi und wir machen Rap mit christlichen Texten. Wir haben zwar vielleicht nicht so viel Street-Credibility, aber dafür haben wir Church-Credibility. Zeit für Revolution, tiefste Nacht, wacht auf, lauft, wir haben eine Mission. Siehst du die Zeichen?